Punkt 5 zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen, dem Bremen beigetreten ist. Als Wortmeldung liegt als erstes vor Senator Dr. Behrendt aus Berlin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen heute erneut über eine Norm, deren Überschrift bereits irreführend ist. Die Überschrift des § 219a des Strafgesetzbuchs lautet bekanntlich Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Dass das verwirrt, denn der § 219 des Strafgesetzbuches stellt wesentlich mehr unter Strafe als nur Werbung. § 219a stellt gerade auch das sachliche und öffentliche Informieren unter Strafe. Es geht in der Diskussion also darum, dass Ärztinnen und Ärzte unter Strafe verboten wird, sachlich und medizinisch über das zu informieren, was sie tun. Für unsere Initiative, die wir ja bereits im Dezember in den Bundesrat eingebracht haben, gibt es zwischenzeitlich eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Aktuell hat sich ein Bündnis zahlreicher Verbände an die Bundesregierung gewandt. Dort finden sich nicht nur Sozialverbände und Familienberatungsstellen, sondern auch christliche Verbände fordern einen freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche. Und Information ist eine zentrale Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten. Und genau das ist doch, was Frauen in einer solchen Ausnahme- und Konfliktsituation benötigen. Schnelle, sachliche und medizinische Informationen. Schwangere sollen durch Informationen in die Lage versetzt werden, selbstständig zu entscheiden. Diese Strafnorm beschneidet jedoch die Informationsfreiheit und Selbstbestimmung von Patientinnen. Das Problem verschärft sich, da es auch Beratungsstellen schwerfällt, an die Informationen zu kommen. Und das ist ein Problem, denn Beratungsstellen sollen die betroffenen Frauen ja gerade verlässlich informieren. Damit widerspricht § 219a den heutigen Vorstellungen von Informationsfreiheit, Selbstbestimmung und der freien Wahl eines Arztes. Und aus diesen Gründen ist es weiterhin falsch, Ärztinnen und Ärzte zu bestrafen, wenn sie sachlich mitteilen, dass sie bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Und es ist auch immer noch falsch, Ärztinnen und Ärzte zu bestrafen, wenn sie sachlich und medizinisch darüber informieren. Deshalb hat sich Berlin dafür entschieden, künftig eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten im Internet zu veröffentlichen, um betroffenen Frauen hier den Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Und wir folgen damit einem Beispiel aus Hamburg. Und auch der Präsident der Bundesärztekammer, Ulrich Montgomery, hat in der letzten Woche einen ähnlichen Vorschlag für eine bundesweite Regelung gemacht. Und damit komme ich zu einem weiteren wichtigen Aspekt in der Diskussion. Grundlage für eine schnelle und professionelle Information ist Rechtssicherheit. Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte. Denn nur wenn die beratenden Ärztinnen und Ärzte klar wissen, wo die Grenze zwischen strafbarem und legalem Handeln verlaufen, ist ihnen eine Beratung zumutbar. Ärztinnen und Ärzte dürfen nicht dafür kriminalisiert und sanktioniert werden, dass sie ihrer Aufklärungspflicht gegenüber ihren Patientinnen nachkommen. Folgerichtig hat die Hamburger Ärztekammer vor wenigen Tagen die Streichung von § 219 Strafgesetzbuch gefordert. Und die Dringlichkeit wird heute noch mal deutlich, wenn man in die heutige Tageszeitung guckt, wo drei Ärzte schildern, wie sie aufgrund ihrer Berufsausübung von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Darüber hinaus macht es auch systematisch keinen Sinn, dass über Schwangerschaftsabbrüche, die unter den Voraussetzungen der § 218 fortfolgende Strafgesetzbuch bekanntlich straffrei sind, nicht auch rechtmäßig informiert werden darf. 219a des Strafgesetzbuches ist also vollständig entbehrlich und sollte aufgehoben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich noch zu einen weiteren Aspekt ansprechen. Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als hätten wir beim Thema Streichung des § 219a aus dem Strafgesetzbuch Rückenwind aus dem Deutschen Bundestag.
Wenn man die Stimmen von dort Verantwortlichen in der Öffentlichkeit gehört hat, konnte man fast denken, dieses Thema sei geradezu ein Selbstläufer und die Aufhebung würde demnächst im Bundesgesetzblatt stehen. Leider hat sich dies mittlerweile geändert. Das bedauere ich ausdrücklich. Seit Anfang des Jahres sind schließlich die Argumente für eine Streichung des Paragraphen 219 aus dem Strafgesetzbuch nicht schlechter und nicht weniger geworden. Daher hoffe ich, dass wir als Vertreterinnen und Vertreter der Länder, wie schon in zwei Fachausschüssen hier im Haus, weiterhin eine Streichung des Paragraphen 219 aus dem Strafgesetzbuch einfordern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes hat das Wort Frau Ministerin Werner aus Thüringen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der Schutz von Mutter und Kind und natürlich auch des ungeborenen Lebens genießen in unserer Gesellschaft eine hohe Priorität. Und dennoch gibt es nicht selten Konfliktsituationen im Leben, in denen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen und ihre Entscheidung gegen eine Schwangerschaft respektiert werden müssen. Die Gesetzgebung hat dem nach einer dunklen Geschichte von illegalen Schwangerschaftsabbrüchen und dabei auch zu Tode gekommenen Frauen entsprochen und die Möglichkeit eines straffreien Schwangerschaftsabbruchs bis zur vollendeten 12. Woche geschaffen. Ärztinnen und Ärzte sind selbstverständlich frei in ihrer Scheidung, einen solchen Abbruch vorzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist auch mit Blick auf den heutigen Gesetzesantrag noch mal wichtig zu betonen, der Kern der aktuellen breiten gesellschaftlichen Debatte hat nicht die Positionierung zu Abbrüchen im Fokus, sondern im Fokus der Debatte steht das Recht der Frauen, sich angemessen zu informieren und das Recht der Ärztinnen und Ärzte, eben solche fachlichen Informationen adäquat zur Verfügung zu stellen. Beides Dinge, die in der heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit sein müssten. Mit § 219a Strafgesetzbuch existiert aktuell eine Regelung, die es verbietet, für einen Schwangerschaftsabbruch zu werben. Nach der Rechtsprechung umfasst der Anwendungsbereich des Paragraphen 219a StGB aber auch die sachliche Information über einen straffreien Schwangerschaftsabbruch. Damit fällt der Paragraph 219a deutlich sichtbar aus der Zeit. Wir sind der Auffassung, dass eine sachliche Information über Ärztinnen und Ärzte, an die sich Frauen in entsprechenden Konfliktsituationen vertrauensvoll wenden können, nichts mit Werbung in einem anpreisenden Sinne zu tun hat. Die Grenzlinie zwischen zulässiger Information und rechtswidriger Werbung wird bereits jetzt durch die einschlägigen Regelungen aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und der Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte gezogen. Nach dem § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb besteht aufgrund des Verbots unlauterer geschäftlicher Handlungen ein Schutz gegen reißerische Werbung, die gegen die Menschenwürde verstößt. Zudem untersagt § 27 der Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte berufswidrige Werbung. Darunter fällt insbesondere anpreisende, irreführende und vergleichende Werbung. Sachliche berufsbezogene Informationen sind gestattet. Ich kann daher sehr gut verstehen, dass das noch nicht rechtskräftige Urteil des Amtsgerichts Gießen gegen eine Ärztin eine große öffentliche Resonanz gefunden hat. Es ist an der Zeit, den Paragraphen 219a zu streichen, sodass eine sachgerechte Information nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Wir sind der Auffassung, dass eine sachliche Information über die Ärztinnen und Ärzte bzw. Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche im oben genannten Sinne vornehmen, erforderlich ist. Gerade auch, um den Frauen in der ohnehin für sie sehr angespannten Situation unnötige und gegebenenfalls auch demütigende Wege zu ersparen. Außerdem widerspricht die Sanktionierung des Anbietens von sachlichen Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen den heutigen Vorstellungen von Informationsfreiheit, Selbstbestimmung und freier Arztwahl. Ärztinnen und Ärzte dürfen nicht dafür kriminalisiert und sanktioniert werden, dass sie ihrer Aufklärungspflicht gegenüber Patientinnen nachkommen. Eine sachgerechte Information auf der Homepage der medizinischen Einrichtung hat daher aus unserer Sicht nichts mit Werbung zu tun. Denn hier
geht es um das Patientenrecht im Sinne einer transparenten Information. Nur so können wir die betroffenen Frauen auch schützen. Mit dieser Auffassung stehen wir offenbar nicht allein da. Das hat die aktuelle gesellschaftliche Resonanz auf das Urteil gezeigt. Und es wurde schon angesprochen, erst in dieser Woche gab es wieder einen offenen Brief vieler Verbände an Bundesministerien und Bundestagsfraktionen, welche der Forderung nach Aufhebung des Paragraphen 219a nochmal Nachdruck verliehen haben. Es muss nun endlich etwas geschehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Der Bundesgesetzgeber hat die Länder gemäß § 13 Absatz 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz gesetzlich verpflichtet, für ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen Sorge zu tragen und die betroffenen Frauen in geeigneter Form über die vorhandenen ambulanten und stationären Einrichtungen zu informieren. In meinem Haus gab es zu diesem Sachverhalt in den letzten Wochen zahlreiche Presseanfragen, in denen nachgefragt wurde, wie Thüringen dieser gesetzlichen Pflicht nachkommt. Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, da die verfügbare Statistik Angaben über das Angebot nicht enthält. Wir können derzeitig nur davon ausgehen, dass das Angebot ausreichend ist, da uns von keiner Seite anderes verlautbart wurde. Auch die diesjährige Amtschefkonferenz wird sich in Vorbereitung auf die anstehende Gesundheitsministerkonferenz mit diesen Problemen beschäftigen und gegebenenfalls das BMG in die erforderliche Lösung für die eingeforderte Information der Frauen einbeziehen. Ohne eine rechtssichere Möglichkeit zur Information über die medizinischen Einrichtungen und ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, können auch die Länder den ihnen zugewiesenen Sicherstellungsauftrag für ein entsprechendes, ausreichendes medizinisches Angebot nicht gerecht werden. Aus vorbenannten Gründen hat der Freistaat Thüringen gemeinsam mit den Ländern Berlin, Brandenburg, Hamburg und Bremen im Dezember 2017 den Gesetzesantrag zur Abschaffung des Paragraphen 219a StGB in den Bundesrat eingebracht. Ich bitte Sie um Unterstützung dieser Initiative. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Werner. Es hat nun das Wort Staatsminister Prof. Dr. Bausback aus Bayern. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, es geht beim Paragraphen 219a StGB nicht, schauen Sie sich den Wortlaut an, um die Verhinderung von Informationen, sondern es geht um die Sicherung der Neutralität, der Freiheit von kommerziellen Interessen, von Information der Betroffenen. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, ist auch der Entwurf zur Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch abzulehnen. Dieser Entwurf ignoriert verfassungsrechtliche Vorgaben. Er verkennt die Bedeutung und den Regelungsgehalt des Paragraphen 219a. Und, meine Damen und Herren, er enthält, und das haben wir heute auch hier erlebt, eine irreführende Begründung. Das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch ist ein Teil der Gesamtregelung des Schwangerschaftsabbruches. Und dieses Verbot kann deshalb nicht isoliert, sondern nur in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ein staatlicher Schutz des ungeborenen Lebens durch die Verfassung geboten. Auch der ungeborene Mensch, Kolleginnen und Kollegen, ist Träger eines eigenen Anspruchs auf Achtung der Menschenwürde sowie des Rechts auf Leben. Daher müssen besondere Gründe vorliegen, wenn ein Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt sein soll. Dies ist bei der medizinischen und kriminologischen Indikation nach § 218a Absatz 2 der Fall. Ohne eine solche Indikation ist ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, bleibt jedoch unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 straffrei, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind, der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird und die Schwangere sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, sind diese Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch das Ergebnis eines harten Ringens und eines parteiübergreifenden Kompromisses unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Das Ergebnis
dieses Ringens, dieses Kompromisses lautet Schutz durch Beratung. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, den Schutz des Lebens nicht durch ein absolutes strafrechtliches Verbot zu gewährleisten, sondern durch eine regulierte und qualifizierte Beratung. Auf diese Weise soll der gebotene Lebensschutz durch ein besonderes Verfahren gewährleistet werden und gleichzeitig die Entscheidung und die Verantwortung bei der Schwangeren verbleiben. Meine Damen und Herren, das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch in § 219a StGB flankiert das Beratungsmodell, da es in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht widersprüchlich wäre. Meine Damen und Herren, wenn der Gesetzgeber eine auf den Lebensschutz ausgerichtete Beratung verlangen und gleichzeitig eine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche erlauben würde. Durch Werbung würde die Entscheidungsfindung der Schwangeren in entgegengesetzter Weise beeinflusst. Der Wille zum Schwangerschaftsabbruch könnte bestärkt oder sogar erst hervorgerufen werden. § 219a stellt deshalb, meine Damen und Herren, einen unverzichtbaren Teil des verfassungsrechtlich gebotenen Schutzkonzeptes für das ungeborene Leben dar. Meine Damen und Herren, in der Begründung des Gesetzesantrags wird behauptet, die Vorschrift des § 219a widerspreche den heutigen Vorstellungen von Informationsfreiheit, Selbstbestimmung und freier Arztwahl und weiter. Ärztinnen und Ärzte dürfen nicht dafür kriminalisiert und sanktioniert werden, dass sie ihrer Aufklärungspflicht gegenüber Patientinnen nachkommen. Meine Damen und Herren, das ist irreführend, eine Fake-Begründung, wenn Sie so wollen. Weder erfasst § 219a StGB ärztliche Beratungsgespräche, noch verhindert die Vorschrift Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sowie über Stellen, die solche durchführen. Auch die freie Arztwahl wird nicht tangiert. § 219a schränkt eine neutrale, von Erwerbsinteressen unabhängige Information in keiner Weise ein. Meine Damen und Herren, wir sind uns sicher einig, dass eine Schwangere nach durchgeführter Beratung, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen will, sie auch die notwendigen Informationen dazu bekommen soll. Falls hier tatsächlich Verbesserungsbedarf besteht, stellt § 219a StGB kein Hindernis dar. Er muss weder dazu aufgehoben noch modifiziert werden, da er eine neutrale, von Erwerbsinteressen unabhängige Information in keiner Weise einschränkt. Meine Damen und Herren, das Werbeverbot hat als Teil des Schutzkonzepts weiter seine Berechtigung. Gründe für eine Aufhebung bestehen nicht. Wer die Aufhebung fordert, der legt die Axt an die Wurzel eines hart errungenen Gesamtkonzeptes nach langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Die Einbringung des Gesetzesentwurfs ist deshalb aus meiner Sicht abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Bosbach. Die Beratungen zu dem Thema werden in den Ausschüssen weiter fortgesetzt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 36a und 36b zur gemeinsamen Beratung. Punkt 36a, Gesetzentwurf zur Haftentschädigung, Anträge der Länder Hamburg und Thüringen. Und Punkt 36b, Entschließung zur Haftentschädigung, Antrag des Freistaates Bayern. Es liegen Wortmeldungen vor und ich darf zuerst Senator Dr. Steffen Hamburg das Wort erteilen.